herzlich willkommen bei Imlab. Wir sind heute wieder in einem Interview unterwegs und heute in Hamburg bei unserem Notar Carsten Kramer. Und heute soll es um das Thema Notar an der Konto gehen. Das ist ja, muss man sagen, bei Investoren aus meiner Sicht selten, dass es vorkommt. Und deswegen würde mich auch interessieren, wann macht das Sinn, ein Notar an der Konto einzurichten? Muss da irgendwas Spezielles beachtet werden? Was kostet das und was muss man eigentlich grundsätzlich dazu wissen? Ja, also richtig ist auf jeden Fall, dass es heutzutage seltener vorkommt, als das vielleicht noch vor 10 oder 15 oder 20 Jahren der Fall war. Da war das eigentlich so, dann hat man immer ein Notar an der Konto eingeschaltet bei jedem Kaufvertrag. Das ist heute nicht mehr so. Man nutzt das an der Konto eigentlich nur noch in Ausnahmefällen. Das heißt, der Standardfall ist eigentlich die Direktzahlung beim Kaufvertrag. Der Käufer zahlt das Geld, das heißt den Kaufpreis direkt an den Verkäufer beziehungsweise an die abzulösende Bank des Verkäufers. Genau, so wie wir es kennen halt. Genau, das ist eigentlich der Normalfall. Ich würde sagen, in 9 von 10 Fällen bei mir wird das so gemacht. Dann gibt es ein paar Ausnahmefälle, in denen das heute auch noch Sinn macht, ein Notar an der Konto einzuschalten. Zum Beispiel, wenn es den Vertragsbeteiligten ganz wichtig ist, eine ganz kurzfristige Übergabe zu machen. Mhm. Ja, also du verkaufst mir deine Wohnung und ich will da 2 Tage nach Beurkundung schon rein. Mhm. Ja, da würdest du mir natürlich nicht sofort den Schlüssel geben, jedenfalls nicht unbedingt, ja. Sondern wirst sagen, naja, welche Sicherheit habe ich denn, wenn hinten raus das Geld nicht kommt, ja, der Kaufpreis nicht bezahlt wird. Und da kann sich das Anderkonto zum Beispiel anbieten. Ich hinterlege das Geld direkt nach der Beurkundung auf diesen, dann weißt du, jawohl, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das Geld kommt. Und dann gibst du mir den Schlüssel, weil du die Sicherheit hast, dass eben dies passieren wird. Das wäre zum Beispiel ein Einsatzfeld des Anderkontos bei ganz zügiger Abwicklung in Form der Übergabe. Ja, gerade auch wenn wir zum Beispiel in Leipzig unterwegs sind, wo das, habe ich letzte Woche gerade geguckt, wie die Bearbeitungsstände der Grundbuchämter sind für die Auflassung, weil die Auflassung ist ja maßgeblich für die Auflassungsvormerkung, ne? Genau. Da sind die Bearbeitungsstände September. Genau. Wir haben jetzt Februar. Ja, also das ist eben das Problem. Wenn ein Kaufvertrag im Wege der Direktzahlung abgewickelt wird, dann wird der Schlüssel übergeben, wenn das Geld gezahlt ist. Und das Geld kann erst dann gezahlt werden, wenn der Notar den Kaufpreis fällig gestellt hat. Und dafür müssen bestimmte Voraussetzungen eintreten. Das ist zum Beispiel die Eintragung dieser Auflassungsvormerkung im Grundbuch. Und wenn dann Bearbeitungszeiten von mehreren Wochen oder vielleicht sogar Monaten bestehen, dann dauert es eben so lang, bis gezahlt und übergeben wird. Und da kann unter Umständen das Anderkonto helfen. Jedenfalls dann, wenn der Käufer selbst rein will. Ja, weil er selbst einzieht oder weil er renovieren will. Genau, da kann das in der Tat mal Sinn machen. Weniger bei der fremdvermieteten Wohnung. Ja, ob der Käufer dann einen Monat oder 2 Monate früher oder später zahlt, ist ja meist egal. Genau. Ja, solange kann man dann warten. Das ist für den Verkäufer in der Regel egal. Der kriegt so lange die Miete noch. Genau. Das ist für den Käufer egal. Der kriegt dann eben ein bisschen später die Miete, aber löst ja auch sein Darlehen erst dann aus. Genau. Also von daher ist das in den Fällen von fremdvermieteten Wohnungen oder Grundstücken, Gebäuden eigentlich kaum zu sehen. Das Anderkonto fast gar nicht, muss man sagen. Okay. Gibt es irgendwas, was ich beachten muss, wenn ich das über ein Notar an ein Konto abwickeln möchte, grundsätzlich? Also wir haben vorhin schon, hattest du ja schon das Thema Kosten angesprochen. Also das muss ich natürlich beachten. Ja, also durch die Einschaltung des Anderkontos fallen zusätzliche Gebühren an. Ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum man das heutzutage jetzt nicht mehr so regelmäßig macht, wie das früher noch der Fall war. Also das muss ich mit einpreisen. Ja, das Anderkonto hat seinen Preis. Ist die Frage natürlich, wie viel. Ja, also das ist beim Anderkonto so. Es hängt beim Anderkonto immer davon ab, die Gebühr hängt davon ab, wie viele Auszahlungen tatsächlich von dem Anderkonto erfolgen und wie hoch der Betrag ist, der jeweils ausgezahlt wird. Ja, von dem Kaufpreis, von dem hinterlegten Geld, was dort liegt. Ne? Also einfaches Beispiel, wenn 100.000 Euro auf dem Anderkonto liegen und die in einer Summe an dich ausgezahlt werden, dann wären das beispielsweise 273 Euro netto. Das wäre die Gebühr, die entsteht. Wenn der Betrag höher ist und die Auszahlungen sozusagen kleinteiliger, dann kann es aber eben auch entsprechend mehr werden. Ne? Ich habe einen Fall habe ich mal selber erlebt und da waren es, Kaufpreis war, ich glaube, um die 350.000. Und da ging es auch um eine Summe und da meine ich, haben wir gesprochen von circa 700 Euro netto. Also das müsste ich jetzt auch in der relevanten Tabelle nachschlagen, aber das ist realistisch. Okay. Ja, das ist realistisch. Ja. Ja. Aber ich sag mal so, in den normalen Wohnungen, ich sag mal 100, 200.000,
Da hier 200-300 Euro ist halt überschaubar. Genau, also ist auch Geld, ne? Also muss man natürlich schon auch sehen. Ist auch ein Nettobetrag, den ich nicht unbedingt dann als Nettobetrag zahle, sondern ich habe ja die Umsatzsteuer auch noch oben drauf. Aber sind jetzt vielleicht nicht die Kosten, die jetzt einen zwingend dann abschrecken müssen, aber nichtsdestotrotz, ich nutze das dann eben nur gezielt in den Fällen, in denen das Sinn macht. Wir haben uns jetzt über ein, zwei unterhalten. Es gibt noch andere Fälle, wenn ich zum Beispiel, das sind aber auch Spezialfälle, ja, wenn ich aus der Zwangsversteigerung heraus ein Grundstück oder eine Wohnung kaufe, dann kann es mal Sinn machen, das an der Konto einzuschalten. Wenn ich vom Insolvenzverwalter oder vom Testamentsvollstrecker kaufe oder von einer GbR kaufe, dann kann man mal überlegen, ob man ein solches Anderkonto einschaltet. Zwingend ist das in all den Fällen auch nicht, aber es findet in der Praxis in solchen Spezialfällen jedenfalls häufige Anwendung. Von der GbR gekauft, da hatte ich es auch schon mal. Ja. Da hat der Verkäufer das aber selber irgendwie mit seinem Notar geregelt, da habe ich gar nichts mit zu tun. Genau, also bei der GbR ist eben die Besonderheit, wenn eine GbR mir eine Wohnung verkauft, dann weiß ich nicht, ob diejenigen Gesellschafter, die hinter der GbR stehen und im Grundbuch eingetragen sind, es wirklich noch sind, weil man rein theoretisch außerhalb des Grundbuchs seine GbR-Anteile abtreten kann. Und geschützt ist man so richtig jedenfalls erst dann, wenn man auch wirklich als Eigentümer im Grundbuch steht. Und deswegen habe ich tatsächlich einen Fall auch gerade kürzlich erst wieder gehabt, wollen dann manche Käufer auch erst dann das Geld zahlen, wenn sie also selbst als neue Eigentümer im Grundbuch eingetragen sind. Und dann kann das Anderkonto Sinn machen, dann wird das Geld dort geparkt, dann findet tatsächlich erst die Eigentumsumschreibung statt. Und dann wird das Geld an den Verkäufer ausgezahlt. Das sind heftige Kosten, ne? Also klar, man hat die Kosten des Anderkontos und der Nachteil ist natürlich, der Verkäufer bekommt später sein Geld. Ja, weil der muss natürlich mitwirken. Zahlt halt sein Darlehen, kriegt keine Miete, solange es beim Anderkonto. Ja, die wirtschaftliche Übergabe ist typischerweise schon mit Hinterlegung. Ah, okay. Also als wirtschaftliche Übergabe vereinbart man typischerweise das schon. Also der Käufer hat dann die Miete in dem Fall oder er kann einziehen. Aber auf der anderen Seite ist das Problem, der Verkäufer löst eben sein Darlehen noch nicht ab. Ne? Bei ihm laufen die Zinsen möglicherweise weiter und ihm steht dann die Miete nicht mehr zu. Da ist dann eher der Nachteil zu sehen. Okay, gut. Gibt es sonst noch was ich beachten müsste? Also wenn ich einen Kaufvertrag mit einem Anderkonto abwickeln möchte, muss ich auf jeden Fall mit dem Notar sprechen, weil es jetzt auch aus Sicht des Notars so ist, der darf das nicht einfach so verwenden, sondern auch dem Notar, da soll das Anderkonto nur in Ausnahmefällen einschalten. Man braucht ein sogenanntes berechtigtes Sicherungsinteresse aus Sicht des Notares, um sich eines solchen Kontos zu bedienen, um das überhaupt anbieten zu dürfen. Das heißt, Schritt 1, ich muss mit dem Notar sprechen und dann zweitens muss es eben auch direkt im Vertrag verankert sein. Denn wenn es da nicht steht, dann habe ich hinterher nicht als Käufer oder Verkäufer einen Anspruch. Also es muss schon dort geregelt sein, dass das Anderkonto eingeschaltet wird, wann das Geld dort hinterlegt wird und wann das Geld ausgezahlt wird. Das muss alles klar im Vertrag stehen. Dafür ist der Notar aber auch dann verantwortlich. Und ich muss natürlich regeln, wer die Zinsen des Anderkontos bekommt. Wobei heute muss man sagen, nicht die Positivzinsen, sondern wer die Negativzinsen möglicherweise trägt, wenn die anfallen sollten. Das musste man also auch vorher mit dem Notar besprechen, ob das ein Anderkonto ist, das negativ verzinst ist. Das ist leider in heutigen Zeiten bei manchen Banken so. Und schließlich müssen Verkäufer und Käufer natürlich untereinander besprechen, wer die Gebühr für das Anderkonto trägt. Okay, ja, vielen Dank, Carsten, für die Infos zum Notaranderkonto. Gerne. Falls ihr Fragen habt zum Anderkonto, schreibt es gerne unter das Video. Ansonsten, wir sehen uns demnächst wieder im nächsten Video.